Das Bahnbetriebswerk Gera im Frühjahr 1994. Es sollte das letzte Betriebsjahr der Baureihe 220 werden. Noch stehen einige der schweren Güterzug-Dieselloks in Lohn und Brot. 1966 kamen die ersten von ihnen zur Reichsbahn. Entwickelt und gebaut von der Diesel-Lokfabrik Oktoberrevolution in Lugansk in der damaligen Sowjetunion. Bis 1975 hat die Deutsche Reichsbahn insgesamt 378 dieser Maschinen in Dienst gestellt. 220-335 ist auf dem Weg in den Güterzugdienst, wo diese Maschinen bis auf Ausnahmen eingesetzt waren. Bei der Deutschen Reichsbahn trugen die Großdieselloks bis Ende 1991 die Baureihenbezeichnung 120. Erst das gemeinsame Nummernschema von DR und DB bescherte ihnen dann die 220. Unmittelbar nach der Wende begann das langsame Sterben dieser Baureihe. Das Wegbrechen der Ostmärkte und der stark zurückgegangene Güterverkehr in der DDR schickten die erste dieselelektrische Lokomotive der Reichsbahn aufs Abstellgleis. Bis zu ihrer endgültigen Abstellung versahen die schweren Dieselloks zuverlässig ihren Dienst. Besonders im Kohlewagenverkehr. Hier vor einem 2000-Tonnen-Zug. Das besondere Merkmal aber, die Geräuschkulisse. Ein dumpfes Dröhnen, gepaart mit dem Singen und Pfeifen des Abgasturboladers, erinnert beim Anfahren eher an den Start eines Düsenflugzeuges. Nicht umsonst erhielt diese russische Konstruktion den Spitznamen Tiger-Trommel. Ohne Probleme hat die 2000 PS starke Lok den Kohlenwagenzug in Fahrt gebracht. Gerade das hat die Lok ausgezeichnet. Fast unbegrenzt konnte sie Lasten ziehen. Zwar langsam, aber der Zug fuhr.